Ich war, wie ihr ja wisst, verheiratet oder bin's noch im Sakrament. Aber wie der Bischof, der mich geweiht hat, verlangte im Zölibat. Das geschah, indem beide, meine Frau und ich, Ja sagten dazu. Mit der Gnade Gottes. Und es geschah, dass ich schon geweiht wurde, wie es früher war, von der Tonsur bis zum Subdiakon war ich schon geweiht. Und da fürchteten sich die Bischöfe in Holland, denn ich hatte dort ja den Kindergebetsturm gegründet. Nicht mit schweren Gebeten, sondern ich verlangte nur, dass wenn die Kinder zur Schule gehen und gerade da bei der Kirche vorbeigehen, sie doch schnell hineingehen und dem Heiland doch Grüß Gott sagen. Denn der Heiland ist nur bei den Katholischen, bei den Orthodoxen, Allkatholiken, noch einzelnen Kleinen. Nur da ist der Herr anwesend in Leib und Blut. In allen anderen Religionen oder Sekten ist er nicht vorhanden. Muss man selber entscheiden, will man von ihm weg oder zu ihm. Denn wenn du stirbst, kommst du nicht zu deinem Mann, zu deiner Frau, du kommst zu Gott. Hast für ihn, ist nicht so wichtig, ein Mensch ist mir wichtiger, kommst du nicht zu ihm, bevor nicht im letzten Helle bezahlt wurde dafür. Die Bischöfe haben, nicht nur Bischöfe, es waren noch andere dahinter, haben es fertiggebracht, dass mein Bischof unter falschen Anklagen, denn er wurde nach 40 Tagen freigesprochen, dass sie ihn ins Gefängnis brachten. Wieso? Lassen sie ihn nach 40 Tagen frei. Wenn er schuldig gewesen wäre. Ich habe furchtbar gelitten. Ich bin, da ich in dem Moment noch das Haus hatte, bin ich vor dem Altar. Ich habe ehrlich gesagt geweint. Habe ich mich denn so getäuscht, Heiland? Bin ich tatsächlich irre oder daneben gegangen? Und so am Abend spät bin ich natürlich immer wieder viel vor dem Kreuz, dem Altar gekniet. Und dann plötzlich ließ es sich vernehmen, sagte zu mir, Nikolaus, morgen wirst du mein Herzenspriester sein. Wie soll ich morgen Priester sein, kein Bischof da und ich bin doch ein Subdiakon? Ich sagte dem Heiland, Heiland, warum sagst du sowas? Ich habe jetzt momentan kein Ding für Spaß oder sowas. Und dann ist da die Ruhe, und die Ruhe kann man nur so erklären. Ich hab's gesagt, du wirst es erleben. Aber ich wusste nicht wie. Am anderen Tag, morgen,
war ich natürlich wieder vor dem Kreuz. Und dann sagt er, schaut mich nur an. Und manchmal spricht man miteinander ohne Worte. Aber es war, ich spürte, er wiederholt das wieder, was er gestern gesagt hat. Nur nicht morgen oder heute, diesmal. Ich habe ihn nicht mehr begriffen. Ich habe einfach gewartet, da bin ich, Herr. Ja, mach, was du machen willst. Und da kam ein Telefon, man rief mich hinaus. Ich ging hinaus an den Hörer und da war der Polizeikommandant, ein Polizeikommando, und ließ mich sagen, ich solle sofort zu ihm ins Büro kommen, denn der Bischof hat die Erlaubnis bekommen, mich zu weihen. Nicht im Gefängnis, sondern beim Polizeikommando. Das ist alles mit Zeugen da. Die leben immer noch. Und dann ging ich natürlich zuerst wieder zum Heiland und sagte zu ihm, was soll das? Einmal danke ich dir, denn ich habe gedacht, jetzt geht's weiter vielleicht. Wird er mich einmal zum Diakon machen, später dann zum Priester. Und aber ich habe gedacht, jetzt werde ich einfach mal Diakon, die nächste Stufe, und wollte gehen. Da sagte der Heiland vom Kreuz, er nimm die heiligen Öle mit. Und ich im Moment durcheinander sage, Heiland, ich brauche doch keine Öle, der Diakon, nicht der Priester. Und wieder schweigen, tu jetzt, was ich gesagt habe. Ich bin gegangen und gesagt, du wirst schon sehen, ich brauche es nicht. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich direkt zum Priester geweiht werde. Ja, im Stillen habe ich noch gedacht, Heiland, wenn ich nur noch ein Zeichen oder ein weltliches Zeichen oder was bekomme zur Sicherheit, weil ich verheiratet und nicht das alles. Naja, dann fuhr man mich in das Kommandobüro von der Polizei und da kam dann der Bischof im vollen Ornat und er sagte zu mir, Nikolaus, du weißt, was der Heiland dir gesagt hat, morgen wirst du mein Herzenspriester sein. Er hatte genau gleiche Worte gesagt, die der Heiland mir vor dem Vortag gesagt hat. Das war mein Zeichen. Und vor 7 oder 8 Polizisten hat er mich zum Priester geweiht, in einfacher Form und Weise, ähnlich wie die Apostel noch es getan haben. Und dann, das kam alles so auf mich rein, aber ich bin mir sehr gewöhnt vom Heiland, dass er einfach, wenn ich Ja sage, alles macht. Unmögliches mit mir. Und ich bin dann natürlich nach Hause gefahren und komischerweise, all die Leute, wo schon da waren, die wussten es. Anscheinend war ich der Einzige. Ich ging dahin und sehe die Menschen und ich kann euch sagen, das ist so ein Unterschied. Ich habe immer die Liebe vom Heiland verspürt, aber die Liebe zu den Menschen, in besonderer Weise habe ich erst nach einer Priesterweihe verspürt, denn das Herz wird konsekriert dazu. Und ich habe nur eines gedacht. Ich habe sofort, was ich früher nicht so gesehen habe, ich habe sofort gesehen, sie hungern nach Gott, denn die hatten ja schon keine Sakramente mehr. Und es tat mir leid und ich habe ja das nicht gelernt, das Messopferhalten, gar nichts gelernt. Mein Bischof hat immer gesagt, Nikos, bei dir will ich nichts sagen, ich spüre einfach, Gott führt dich. Ich will mich da nicht hineinmischen. Und so ging ich dann in die Sakristei, also doch Herzenspriester, Sakristei,
nahm das Missale, um zu suchen, was heute für ein Tag ist. Fest des heiligen Herzen Jesu. Und da war es auch mit mir zu Ende, als ich mein mit dem Gefühl zu verstecken. Dann ging es los. Ich heulte wie eine Heulsuse. So ging ich an den Altar. Ich habe nicht das gebetet, was man sonst betet, wenn man zum Altar schreitet. Ich habe nur immer wieder gesagt, Heiland, du bist verrückt, du bist total verrückt, was machst du mit mir? Ich bin doch so elend. Und so ging ich an den Altar. Und eins ums andere ging. Es ging zwar 4 Stunden, Seigemessopfer. Es waren viele kleine Kinder da, aber keines war irgendwo, hat sich geregt. Alles war ruhig. Dann wurde mir Wasser und Wein gebracht zu meinem Kelch. Und ich habe vergessen, das vorher zu segnen, bevor sie in den konsekrierten Kelch gießen. Und da war ja noch der Tabernakel vor ihm. Ich, Heiland, was muss ich jetzt machen? Ich habe einen Fehler gemacht. Und sei ruhig. Dein Engel hat es schon gesehen. Ja, Priesterengel, hat er gesagt. Und so ging ich ans heilige Messopfer. Er gab mir aber noch andere Zeichen. Ich war ja der einzige Priester im Haus. Und es geschah, dass ich, wir hatten sehr viele, es waren mehr als das da, wo jetzt da ist, sehr viele Leute da. Und es geschah, dass ich am anderen Tag, wo ich wieder das heilige Messopfer feierte, mein Gott, ich habe vergessen, das Ziborium aufzufüllen. Da waren nur noch 3, 4 Hostien drin. Was soll ich machen? Da hat mir der Herr keine Antwort gegeben, denn schließlich bin ich schuld. Ich soll also auch nur schwitzen. Ich habe einfach mich auf den Heiland vertraut. Irgendwas muss, er wird mir schon sagen, wie ich es jetzt machen muss. Ja, ich schloss den Tabernakel auf. Mit unglaublich schlechten, was muss ich jetzt tun, was muss ich jetzt tun, nehme ich diese, das heraus. Kann ich mal, randvoll. Und ich glaube, meine Leute wissen es noch, ich glaube 2 oder 3 Mal. Geschah es. Gott ließ es zu. Und immer war wieder voll. Da war nur ich als Priester da. Niemand hatte den Schlüssel zum Tabernakel, den habe ich bei mir. Da sind so viele Zeichen. Es gab dann auch dadurch auch viele Zeichen. Das war eigentlich der Ruf zu seinem Herzenspriester.